Leute, und willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist kein gewöhnlicher Vlog, sondern sozusagen eine Spezialausgabe von unserem Vlog. Denn dieses Mal wird es ein wirklich ungewöhnlicher Vlog, wegen den aktuellen Umständen. Wir haben heute den 21., genau, den 21.03., den Samstag. Und befinden uns sozusagen in Tag 5 in der Quarantäne. Ich denke, ich muss nicht großartig was erklären, was gerade abgeht. Wir haben die Corona-Krise, wir stehen kurz vor einer Ausgangssperre. Ich habe auch das Thema schon gestern in meiner Insta-Story angesprochen, dass ich denke, dass morgen oder Montag oder in den kommenden Tagen auf jeden Fall die Ausgangssperre offiziell kommen wird, da einfach zu viele Leute noch draußen sind, in den Parks sind, in Eisdielen sind, in Restaurants sind, auch wenn diese nur bis 15 Uhr geöffnet haben. Ja, es ist ziemlich ungewöhnlich und wir dachten, also eigentlich waren ganz andere Vlogs für aktuell geplant. Wir hätten jetzt letzten Sonntag unsere neue Marke gelauncht, in die wir auch viel Zeit, Geld, Geduld, Tränen und alles Mögliche gesteckt haben. Wir haben wirklich in den letzten Wochen so viel dafür getan, damit das einfach bis Sonntag alles fertig ist. Und dann einen Tag vorher, also am Samstag, letzten Samstag, kam dann diese Ausbreitung, dass Deutschland, also letzte Woche Samstag hat, glaube ich, dann Deutschland auch die Grenzen dicht gemacht. Und dann wurden alle Schwimmbäder zugemacht. Die Stadt sollte Sondergenehmigungen kriegen und. Also letzten Samstag ging es dann auf einmal richtig rund. Dann sind auch alle in die Supermärkte gestürmt, haben eingekauft, auch inklusive wir natürlich, aber keine Hamstereinkäufe. Wir haben auch wirklich nur so viel eingekauft, wie wir eigentlich auch für eine Woche brauchen dann. Und ja, vor allem letzten Samstag ging es dann einfach, also das war alles so crazy auf einmal. Ja, was wollte ich sagen, genau. Also die aktuelle Lage ist einfach so crazy. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Man weiß einfach nicht. Ich denke, uns ist jetzt allen bewusst, dass es nichts ist, was wir auf die leichte Schulter nehmen sollten. Selbst wenn wir nicht, also wir als gesunde, junge Menschen nicht davon sozusagen schwer betroffen sein würden, nicht daran sterben würden, können wir das trotzdem an unsere Eltern, an unsere Großeltern, an Oma, Opa um die Ecke hier weitergeben. Und deshalb wurde dann auch, also ging ja auch dieser Hashtag viral, Stay Home. Das ist jetzt sozusagen Tag 5 in Quarantäne. Ich habe jetzt viel geredet. Wir dachten uns auf jeden Fall, dass wir dann vielleicht vloggen könnten, wie bei Ramadaily. Auf jeden Fall so ein Tagebuch wieder hier führen. Mit euch gemeinsam, euch vielleicht auch mitnehmen, was wir so machen in Quarantäne. Am Donnerstag habe ich auf jeden Fall die ganze Bude auseinandergenommen. Ich habe komplett aufgeräumt, geputzt. Und heute, zwei Tage später, versuche ich halt immer wieder die Wohnung sauber zu halten. Ihr fragt euch wahrscheinlich auch, warum ich geschminkt bin. Ich habe jetzt auf jeden Fall mir vorgenommen, dann Content hier wenigstens zu produzieren. Also ich will gleich ein Outfit-Video drehen. Ich weiß einfach nicht, was ich von dieser Situation halten soll. Es ist einfach so komisch. Du bist irgendwo in deinem Grundrecht eingeschränkt. Also so fühlt sich so, als ob du eine Freiheitsberaubung erlebst. Wirklich, es ist so komisch einfach aktuell. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Aber ich meine, wir sitzen alle im selben Boot. Ihr wisst genau, was ich meine. Es ist einfach alles seltsam, wirklich. Und das Wetter ist dazu auch noch voll gut, was mich irgendwie freut, weil wenigstens, wenn wir jetzt noch hier, keine Ahnung, so einen Sturm Sabine vor der Tür hätten, hätten wir echt so eine apokalyptische Stimmung. Aber gleichzeitig denkst du dir, boah, bei dem Wetter wäre es eigentlich voll geil, jetzt draußen zu sein, in der Stadt zu sein, Eis zu essen, einfach durch die Stadt zu bummeln. Oh Mann, ich habe genug geredet, das war jetzt auf jeden Fall mein Intro und ich wir nehmen euch gleich dann auch mit beim Einkauf. Wie gesagt, letzte Woche Samstag waren wir einkaufen, heute müssen wir einkaufen, wir haben gar keine Eier mehr. Wir haben jetzt auch nicht den riesigsten Kühlschrank. Wir haben einen kleinen Kühlschrank, wie ihr wisst. Der ist wirklich auch nur für zwei Personen gedacht. Und Abstellraum ist auch voll. Also auch vor Corona war der immer voll. Also deshalb gehen wir halt, wie gesagt, immer noch wöchentlich einkaufen. Wir werden jetzt nicht so einkaufen, als ob wir 5 Wochen nicht unsere Wohnung verlassen werden. Genau das solltet ihr übrigens auch nicht tun, weil Hamsterkäufe sind einfach nicht gut für unsere Wirtschaft. So, Leute. I got ready for Einkaufing. Hauptsache, wir machen uns einfach schick, wo wir einkaufen gehen. Ja! Ich habe mich nicht schick gemacht, ich habe noch Haarspray drauf gemacht. Also ich habe mich fertig gemacht, weil ich gleich Auto-Video drehe. Ja, that's Quarantina-Lifestyle. Hey. Dass man sich schon freut, dass man rausgehen kann, wenn man einkaufen geht. Ja! Das ist übrigens hier unsere Abstellkammer. Bei Gott, ich habe nicht eine Nudel mehr gekauft. Wie davor. Das Einzige, was ich hier extra jetzt für Quarantäne gekauft habe, ist, was haben wir? Eine Packung Chai hatte ich mir gekauft, genau, weil die fast leer war. Dann diese Nudeln sind alle
noch von vor Monaten. Die hat sich im Angebot gekauft. Dann habe ich extra für Quarantäne jetzt noch Thunfisch gekauft gehabt. Wir haben allein jetzt in den letzten paar Tagen 3 Packungen schon aufgebraucht. Kokosmilch habe ich eine geholt. Mehl habe ich eine gekauft. Und das war's. Also ich habe jetzt hier und die hier, genau. Ah, da ist das Chai, was ich extra gekauft habe. Richtig. Die haben wir nicht extra gekauft, die waren schon von davor. Pickeldeck habe ich noch gekauft und Ost hat noch Müsli geholt. Ja, das war's. Das alles, was hier ist, ist noch von davor. Also da ist jetzt nichts extra neu gekauft worden. Und jetzt gehen wir so Sachen kaufen wie Eier, Milch, was fehlt uns noch? Ich muss Frischkäse, so getrocknete Tomaten vielleicht noch. Ich habe voll Bock auch auf Eis. Vanilleeis wollte ich kaufen. Was fehlt uns noch? Moment, ich muss gerade einmal abchecken. Creme fraiche muss ich kaufen, Mozzarella muss ich kaufen, ja, und so Salat. Ich glaube, dann haben wir alles. Habe ich schon Eier gesagt? Eier ist ganz wichtig. Ja, Leute, wir gehen jetzt und dann hauen wir jetzt einmal an. Guck mal übrigens, wie schön das Wetter ist. So, auf geht's einkaufen. Ich habe übrigens nur eine Sonnenbrille an, weil ich mir dachte, vielleicht mache ich gleich so einen Office-Post. Oh, hab zwar nur eine Leggings. Es ist voll kalt draußen. Ja, die Sonne scheint, aber es ist kalt, das stimmt. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, vielleicht kann ich wenigstens einen Outpost gleich hier vor unserer Tür machen. Wenigstens das. Einmal das. Einmal Rucola. Das Tom in der Abschule. Guck mal, Fleisch steht leergeräumt. Bitte zur Kasse 2. Ne? Wir kaufen unser Fleisch immer beim Türken ein. Naja. Also wir kaufen ja immer unser Fleisch beim Türken ein und ich musste zweimal zum Türken, bis ich Fleisch bekommen habe, weil Fleisch alles ausverkauft war. Kein Hack, kein Rind, kein Hähnchen. Willst du auch einen haben? Das Cherry Tomat. Oh, Gott sei Dank war noch gut. So, ich habe jetzt gar keine Maßnahme gesehen. Ich habe nur, dass ein Sicherheitsmann an der Tür war und im Prinzip gezählt hat, wer, glaube ich, reinkommt. Das war seine Maßnahme. Ansonsten gibt es keine andere Maßnahme. Ich versuche halt zu den Leuten einfach mal den Abstand zu halten und einkaufen und direkt raus. Was ist San Sebastian? Warte, was braucht man dafür nochmal? San Sebastian? Zucker, Philadelphia, Frischkäse. Weiß ich nicht. So, also wir haben uns entschieden, jetzt heute Abend San Sebastian zu machen. Den Kuchen. Ja. Schön fett werden. Guck mal, die Pizzaabteilung. Leer. Ja, geht noch. Ne? Ja, aber fast. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ich muss aber sagen, normalerweise Hershey Dobo. Also normalerweise alles voll. Ich finde es schon komisch. Also normalerweise gab es nie leere Regale. Was sollen wir machen heute Abend zu essen? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Was machen wir? Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wir hatten ein paar Bier. Gibt's nicht. Ausverkauft. No way. Wir brauchen Mülltüten für unser Büro. Haben wir. Für diese Ofen. Weiß, für diese weiße Ding? Ja, sind Ofen. Sicher? Ja. Nee, gut, Leute. Weil du nicht nachguckst. Weil du bist eine Junge. Erzähl mal, du hast vorgestern Reis gemacht. Wie viel Reis hast du gemacht? Also Freunde, ich habe vorgestern Basmati-Reis gemacht. Da habe ich mir einen etwas pummeligeren Mann angeschaut und er meinte, ein Glas wäre für 2 Personen. Ich habe ein Glas Basmati-Reis gemacht, das war nicht für 2, sondern so für 4 Personen. Und die Lara meinte, du hättest ein Teeglas nehmen sollen. Ja, ich bin leider nicht so erfahren, aber es hat gut geschmeckt, sehr ehrlich. Ne? Ja, Basmati wäre top. So, jetzt schreien wir. All Mensch, komm, an die frische Luft, schnell. Und hier ist auch leer. Und da ist auch leer. So, alles eingekauft, was wir gebraucht haben, waren da jetzt auch nur 10, 15 Minuten drin. Wir haben uns, wie gesagt, eben noch spontan entschieden, San Sebastian Kuchen gleich zu backen. Du weißt aber, ne, der muss voll lang kühlen, den können wir erst gegen Mitternacht dann essen. Der braucht richtig lange zum Abkühlen und so. Was ich noch sagen wollte, genau, also wie Obst schon erzählt hat, es gibt auf jeden Fall einen Security-Mitarbeiter an der Tür, dass er dann, glaube ich, auch nachzählt, wie viele Personen sich genau im Laden befinden, weil es dürfen nicht zu viele sein. Deswegen normalerweise, ihr kennt es ja alle, bei Aldi und Lidl gibt es immer richtig lange Schlangen. An den Kassen. Wir kamen direkt dran, ne? Sofort. Also es dürfen wirklich nur eine begrenzte Anzahl von Menschen rein. Vor den Kassen waren so Schutzschilder quasi. Also da wurde so ein Schutz noch aufgebaut. Meinst du La Palma zu, Schatz? Bin halt Glitter, aber Chaos heute.
Hä? Wir haben noch genug Zorn. Was denn? Ich wollte gern Pure Fresh haben. Also die Dings haben auch zu. Shisha-Shops, es sei denn, die haben einen DHL oder Hermes oder so Shop, dann können die aufhaben. Ah, okay. Das rettet die, so gesehen. Ah, okay, ja, dann brauchen wir nicht in den Shisha-Shop fahren. Ich habe auch zu Ose eben gesagt, es wäre eigentlich mega cool, wenn wir jetzt gerade in so einer Situation wenigstens einen Balkon hätten. Dann könnten wir wenigstens so gleich unsere Pfeife anmachen, jetzt bei dem Wetter, und könnten einfach gemütlich auf unserem imaginären Balkon sitzen und Pfeife rauchen, aber wir haben halt leider keinen Balkon. Wir haben nur, also unsere mittleren Nachbarn, die haben eine Dachterrasse, aber die benutzen die halt auch selber. Also mega schade. Aber irgendwann, wenn wir ein Haus haben, mit Garten. Mit Garten, inshallah. Ich will eine Penthouse-Wohnung, Osan will ein Haus mit Garten. So Leute, erstmal zu Hause angekommen, direkt Hände waschen. Direkt. So, dann zeige ich euch einmal den Einkauf, was wir geholt haben. Butter, Frischkäse, Mozzarella gerieben, Leute, ich backe gerade den San Sebastian Cheesecake. Ich mache auf jeden Fall das jetzt in so einer 20er Springform. Das letzte Mal hatte ich das in einer 26 oder 27er Springform gemacht. Diesmal, weil wir auch keine Gäste kriegen werden, habe ich jetzt nur so eine kleine Springform genommen. Und wenn ich was über habe, gebe ich das auf jeden Fall dann meinen Nachbarn noch. Das Rezept ist übrigens von Kiki's Kitchen. Ich kann euch aber auch für die 20er Springform einfach mal das Rezept in meine Infobio oder unten in die Kommentare schreiben. Kann euch aber empfehlen, auf jeden Fall bei ihr vorbeizugucken, weil sie das halt richtig detailliert beschreibt. Ich habe auf jeden Fall hier das jetzt schon so weit drin. Und jetzt fehlt hier noch Thronsaft fehlt noch, Schlagsahne fehlt noch und die Vanille, genau, also das Vanilleextrakt. Und dann ist es fertig und dann muss ich das hier mit Backpapier ausfüllen. Ja, so schlage ich mir die Zeit tot. Ich habe das jetzt zuletzt im Januar gemacht gehabt, den San Sebastian, also vor 2 Monaten. Dann dachte ich mir, komm, machen wir mal. Osa muss jetzt wahrscheinlich kurz einmal ins Büro, weil ich habe mir gerade übrigens so ein Stativ hier aufgebaut, weil unsere Kartons ankamen. Ich hoffe, er kriegt das auf jeden Fall hin. Ich habe auf jeden Fall meinen San Sebastian jetzt auch in den Backofen gegeben. Der muss bei 240 Grad über 30 Minuten backen. Und mich stört das so krass, dass ich keine Hochschränke habe, Leute. Ich habe fast gar keinen Platz mehr in dieser Küche. Leider. Ich liebe meine Küche sehr. Aber ja, ich habe halt leider, weil ich keine Hochschränke habe, auch keinen Platz. Ne? Gibt Schlimmeres. Übrigens überlege ich die ganze Zeit gerade, was ich kochen kann. Wir haben halt noch, wie gesagt, den Basmati von Oster. Ich überlege, was ich jetzt dazu machen könnte. Muss ich mir gleich was ausdenken. So, mein San Sebastian ist gleich so gut wie fertig. Guckt euch das mal an. Wabbel, wabbel. Oh mein Gott. Ich lasse ihn noch eine Minute oder 1 bis 2 Minuten noch drin. Und hier tauche ich gerade mein Fleisch auf. Ich möchte Sultan-Kebab, heißt das, glaube ich, machen. Das habe ich letztes Mal an Ramadan letztes Jahr gemacht. Das hatte so gut geschmeckt. Und da wir Reis haben, wie gesagt, wird das, glaube ich, richtig gut dazu passen. Übrigens habe ich unser ganzes Ankleidezimmer in den letzten Tagen richtig schön geputzt und aufgeräumt. Außer dem Berg da hinten, der ist ganz schlimm. Das ist mein Shameberg. Aber hier alles in Staub drunter genommen, etc. Hier auch alles in Staub. Also generell die ganze Bude mal richtig aufs Heftigste schön geputzt. Genau, wie gesagt, jetzt gibt es dieses Sultan-Kebab. Dafür braucht man Hähnchenbrust, frisches Gemüse, wie zum Beispiel Paprika und Erbsen und sowas. Ich gucke jetzt gleich, was ich zu Hause habe. Ich werde gleich auch so ein bisschen Reste verwerten machen, damit bloß nichts im Müll landet. Hier habe ich zum Beispiel eine halbe Paprika. Ich habe noch Champignons, die werde ich jetzt alle verwenden. Eine halbe Zwiebel. Und dann kommen noch bei mir Hähnchenbrust und Erbsen dazu.
Apfel, vielleicht noch die Möhre. Gleich gucke ich dann auch mal in die Nachrichten, was so jetzt die aktuellen News sind. Wir haben jetzt gleich schon 8. Ich habe übrigens kein Outfit-Video mehr gedreht, weil dieser San Sebastian, ich habe das gleichzeitig noch für TikTok aufgenommen. Das hat schon ziemlich lang gedauert. Ja, aber vielleicht gleich nach dem Essen könnte ich ja immer noch ein Outfit-Video drehen. Also das wird mich jetzt nicht mal dran hindern. Oh Gott, hier fällt alles runter. Genau, und die Kichererbsen brauche ich noch. Die junge Erbsen, nicht Kichererbsen. Ja Leute, bis gleich. So sieht das Innere von dem Sultan-Kebab aus. Das ist jetzt bei mir Zwiebeln angebraten mit Hähnchenbrust, Karotten, Paprika und Champignons und jungen Erbsen. Hier ist dann mein Blätterteig, genau, mein Blätterteig. Hier kommt es dann gleich rein und dann klappen wir das so zu und dann wird da, kommt da drauf, glaube ich, noch eine Soße oder so. Ich muss gleich nochmal genau nachgucken, das ist von irgendeinem YouTube, also von YouTube irgendein Rezept. Und dann geht das Ganze in den Ofen. Mein Ofen habe ich jetzt umgeändert. Der San Sebastian ist raus. Der sieht so aus. Ja, so sieht mein San Sebastian aus. Der ist schon ziemlich dunkel geworden, muss ich sagen. Aber ist gar nicht schlimm. Und den habe ich jetzt auf 190 Grad gestellt. Warte, dass das hier fertig ist. Leute, das ist das Gericht. Da ist jetzt, wie gesagt, diese Hähnchenfüllung mit Gemüse drin. Und dann Blätterteig. Und da drauf ist jetzt eine Bechamelsoße. So, jetzt in den Ofen. Ich weiß auch nicht, wie lange, muss ich gleich auch nochmal nachgucken. Und gleich kommt dann geriebener Käse, geriebene Mozzarella oben drauf. Aber das geht jetzt einmal in den Ofen. Ich mache jetzt so lange den Salat. So, ihr Lieben, so schaut das Ganze jetzt einmal aus. Wie gesagt, das Ganze nennt sich Sultan Kebab. Ihr findet auch das Rezept, wenn ihr das bei YouTube dann eingebt. Und hier haben wir den Basmati-Reis, den Ozan vorgestern gemacht hatte. Er hat richtig viel gemacht. Wir werden das wahrscheinlich auch heute nicht schaffen. Oh mein Gott, ich freue mich. Yummy. Dazu habe ich jetzt noch der Salat ist da. Dazu habe ich jetzt noch einen Salat gemacht. So, macht gerade irgendein Papierkram noch. Und Joghurt. Joghurt gibt es einfach so. Kann sich dann jeder nehmen. So. Ja, das ist jetzt Quarantänetag. Ich weiß nicht, ob es 5 oder 6 sind. Ich glaube, es ist eigentlich Tag 6. Ich weiß gar nicht, warum ich Tag 5 gesagt habe oder denke. Weil am Montag kam es, also erst, ich realisiere diese Quarantäne erst seit Tag, also seit Dienstag. Weil Montag war noch nicht so krass wie Dienstag jetzt. Ah, guck mal, wie mein San Sebastian aussieht. Habe ich euch gezeigt. Schade, man sieht ihn nicht. Zeige ich euch auf jeden Fall später, der muss noch ordentlich abkühlen. Ja, so sieht unser Quarantänetag aus. Ich habe gerade auf Instagram schon gefragt, was die anderen so machen. Viele meinten putzen. Ich habe anscheinend viele, ich habe vorgestern, wie gesagt, die Bude auseinandergenommen und hatte das halt auf Instagram mitgeteilt. Und dann haben mir voll viele geschrieben, dass sie auch damit da angefangen haben, weil ich sie angefixt habe. Würde mich auch interessieren, ob ihr schon eure Wohnung geputzt habt und ob ich euch anfixen konnte mit dem Putzen. Ich habe echt viele dazu gebracht, auszumisten und die Wohnung aufzuräumen, zu putzen, richtig die Schubladen auch. Das habe ich übrigens auch vor, morgen vielleicht einmal die ganzen Schubladen von der Küche einmal sauber zu machen. Und ja, was noch? Weiß ich nicht. Der Vlog erinnert mich so sehr an unseren Rama Daily Vlog, wo wir immer dann so aufgenommen haben und ihr dann den Essern noch gehört habt. Aber wir haben keine Essern. Ja, einziger Unterschied. Das ist gerade unser Quarantina-Lifestyle. Ich muss die Fernbedienung lieben. Ich wollte noch die Nachrichten abchecken. Und wie schmeckt es? Der am Marienplatz in München steht. Es ist schlechtes Wetter, das haben wir schon gesehen bei dir, Andreas. Trotzdem wird es vermutlich ein bisschen mehr los als gerade. Schilder uns ein bisschen bitte, Andreas. So Leute, aufgeräumt, fertig gegessen. Ich sorge jetzt gleich einmal noch mal kurz drüber. Und Ozan macht uns gerade eine Shisha. Ja, so lassen wir dann gleich Tag 6 von Quarantäne ausklingen. Okay, Leute, wir haben es uns hier gemütlich gemacht und haben auch den San Sebastian schon angeschnitten. Ich habe für TikTok übrigens ein Video gedreht. Ich habe mir übrigens einen TikTok-Kanal gemacht. Der heißt Dilara Kainalja 1 und Osans heißt wie sein Instagram-Name Osaxi. Könnt uns da gerne folgen. Dort habe ich auch dieses Rezept nochmal in Schnellvariante aufgenommen. Und wir gucken gerade den Film Der Schacht. Oh mein Gott, er ist so eklig, aber so spannend gleichzeitig. Also ich habe wirklich lange nicht mehr so einen spannenden Film geguckt. Aber er ist absolut nichts für schwache Nerven, schon mal vorab. Es ist ein Thriller, aber sau eklig. Also es handelt auch ein bisschen von Kannibalismus und sowas.
Also ja, wer da schwach ist, sollte den auf jeden Fall nicht schauen. Mein San Sebastian diesmal ist auf jeden Fall viel, viel besser geworden wie mein letzter, weil diesmal ist er noch viel, viel weicher im Kern. Beim letzten Mal hatte ich auch nicht original Philadelphia verwendet, sondern hatte normalen Frischkäse aus dem Discounter verwendet. Und ja, war saulecker wirklich. Also jetzt gucken wir noch die letzten 10 Minuten vom Film zu Ende. Ich bin so gespannt, was jetzt passiert, ne? Und ja, dann haben wir auch schon Tag 5 oder 6 oder was auch immer in Quarantäne überstanden und morgen sehen wir uns dann auf jeden Fall auch nochmal. So Leute, ich habe mein Gesicht abgeschminkt und habe meine Hautpflege jetzt aufgetragen und gehe auch schlafen. Ja, ich hoffe, ich stehe morgen wenigstens früh auf, sodass ich Homeworkout machen kann. Das habe ich mir nämlich vorgenommen, weil ich muss morgen eh meine Haare waschen. Und sage bis morgen. Guten Morgen, Freunde. Das ist jetzt unser Frühstück heute. Aber es ist schon mega spät. Wir haben schon nach 1 Uhr, aber... Ja. Für mich gibt es Omelette heute und Ost hat sich Paste Molotow gemacht. Ne? Leute, wir haben zu Ende gegessen. Ich habe jetzt hier komplett aufgeräumt und jetzt sauge ich einmal nochmal durch. Guck mal, wie voll mein Behälter ist. Übrigens habe ich mir den Dyson zugelegt vor 2 Monaten, glaube ich. Also im Januar müsste es gewesen sein. Und bis jetzt bin ich echt sehr zufrieden, muss ich echt sagen. Ich habe mir den neuesten geholt. Ich glaube nur, dass ich eine Speicherkarte heute aus Versehen eingesaugt habe. Deshalb muss ich das jetzt nachprüfen. Das wird ein Spaß. So, San, was machst du denn heute? Wie? Du nimmst Stories auf, ne? Ja. Ja, und ich habe hier gerade einen Karton weggeschmissen. Ich werde in den nächsten Tagen ganz viel ausmisten. Folgt übrigens auch meiner Verkaufsseite, die Lara's Closet. Da lade ich jetzt in den nächsten Tagen nämlich Kleidung hoch, Leute. Ansonsten bin ich gerade dabei, hier schön alles zu putzen. Ich bin auch schon ziemlich weit gekommen. Ich habe komplett Bad schon geputzt, Schlafzimmer geputzt. Schlafzimmer muss ich nur noch Bett machen. Ankleidezimmer habe ich komplett schon geputzt. Irgendwie hat sich wieder voll viel Staub angesammelt, weil ich hier in den letzten Tagen, also meistens hänge ich halt hier immer meine Wäscheleine hin. Und dann staubt es halt wieder viel, ne? Ich habe aber auch meine ganze Wäsche schon fertig. Also Leute, beschäftigt euch irgendwie. Ich muss noch das Bett machen. Habe ich jetzt mir vorgenommen, gleich den ganzen Besteckkasten und so auch einmal richtig schön mit einem Feuchttuch durchzuwischen, weil ich das vor lang nicht gemacht hatte. Genauso auch hier will ich gleich mein ganzes Geschirr mal rausnehmen und durchputzen. Das mache ich jetzt gleich. Wollt ihr eigentlich noch eine Tour haben von meiner Küche? Also wo ich was sortiert habe? Schreibt es mir unten in die Kommentare, weil das könnte ich jetzt auch in den nächsten Tagen mal abdrehen. Eine Küchentour, falls euch das interessieren sollte. Ich habe heute erledigt. Ich habe mit einem Schmutzradierer heute unsere Wände sauber gemacht. Das könnt ihr übrigens auch machen. Es gibt ja beim DM die Schmutzradierer. Ich habe FIFA gemacht und zum FIFA. Ja. Es gibt ja beim DM die Schmutzradierer. Damit habe ich die Wände sauber gemacht und auch die ganzen Leisten. Da sind ja manchmal so schwarze Flecken vom Saugen oder keine Ahnung, warum auch immer. Also an den Wänden sind ja auch manchmal so schwarze Schrammen. Die habe ich alle mit dem Schmutzradierer rausbekommen. Dann habe ich nochmal die ganze Wohnung Staub gewischt. Nochmal komplett alles eigentlich. Ich glaube, das Einzige, was ich jetzt nicht entstaubt habe... Nee, das habe ich auch entstaubt. Nee, ich habe wirklich die ganze Wohnung entstaubt. Dann habe ich die ganze Küche, die ganzen Innenräume von der Küche habe ich komplett entstaubt und geputzt und gesaugt innen drin. Mülleimer etc. sauber gemacht, Backofen sauber gemacht. Also Leute, haltet euch irgendwie beschäftigt. Es gibt so viel zu tun. Es ist aber so ein schönes Gefühl, ne, dass man so viel erledigt hat. Meine Fenster sind auch schon geputzt und so. Und ja, dann habe ich eben noch ein Outfit-Video gedreht. Ich glaube, gleich drehen wir mit Osen noch ein paar TikToks vielleicht. Und dann kochen wir auch gemeinsam. Ich denke mal, es gibt heute... Gemeinsam kochen, das weiß ich nicht, ne? Aber TikTok-Videos bin ich wieder dabei. Also weh, du lässt mich allein. Auf jeden Fall kochen wir, glaube ich, gleich gemeinsam. Und ich denke, es gibt heute Gnocchis. Was gibt's heute? Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Sag. Gnocchis? Du kriegst auch gleich ein Knockout von mir. Hier haben mich nach der Nasch. Heute gibt's Mante, ganz schnell. Ging auch richtig schnell, 15 Minuten. Ja, Joghurtsoße, Tomatensoße. Und darüber kommt Minze, getrocknete. Mm. Wann haben wir zuletzt Mante gegessen? War ja auch dumm. Aber bei der Regierung. Ganz nass. Soll ich Joghurt drauf tun? Ja.
meine Portion, das So, schnell noch zeigen. Yummy. Hey Leute und willkommen zum nächsten Tag. Quarantänetag 8 offiziell und Vlog-Tag Day. Auf jeden Fall habe ich schon die ganzen Hausarbeiten erledigt. Habe wieder ein Outfit-Video für TikTok abgedreht. Schon chill hier in meiner Leggings und in meinem Pulli und mache mich gleich auch dran, diesen Vlog zu schneiden, weil der ist schon echt lang geworden. Ich will den halt splitten. Ich will halt direkt morgen dann weiter vloggen. Ich denke, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange wir vloggen werden, aber ich vlogge einfach so lange ich hier zu Hause bin und Lust drauf habe und werde euch immer wieder updaten und viele wünschen sich das halt auch. Viele wünschen sich halt auch sowieso viele Alltagsvlogs. Nur leider sitzen wir halt zu Hause fest, also wir können nichts machen. Ja, ich beschäftige mich halt immer wieder damit, dass ich irgendwie einfach zu Hause aufräume, Spülmaschine einräumen, ausräumen, putzen, aufräumen, ausmisten muss ich noch unbedingt. Aber ja, das ist so eine Sache, die ich echt vor mich hinschiebe, weil wenn ich einmal ausmisten muss, dann schau, guckt euch mal hier unseren Kartonberg an. Das sind alles Kartons, die ich sammle für meine Ausmistparty, weil dann stelle ich halt die Sachen bei Dilara's Closet. Das ist meine Verkaufsseite für meine Klamotten. Da lade ich dann alles dort hoch und dann will ich die Sachen verkaufen. Gestern, was haben wir gestern noch gemacht? Wir haben eigentlich gestern nichts mehr gemacht, außer auf dem Sofa gelegen und ja, wir haben gegessen. Danach haben wir uns aufs Sofa gechillt. Ozan hat später noch mit seinen Freunden dieses Online-FIFA oder sowas gezockt, keine Ahnung. Ich bin irgendwann müde geworden und hatte keinen Bock mehr auf sein Geschrei, weil er dann immer voll viel rumflucht und bin dann halt rüber ins Schlafzimmer und zum Einnicken. Dann hatte ich gestern richtig stechende Schmerzen in meinem Auge. Ich weiß nicht warum, heute auf jeden Fall viel, viel besser. Hab dann eine Aspirin genommen und hatte das vielleicht jemand schon mal von euch, dass einfach mal das eine Auge so richtig, also das Lid hat richtig wehgetan. Ozan hat auch dann später in meinem Auge drinnen nachgeguckt, ob da irgendwas ist, ob da eine Entzündung oder sowas ist, aber war nicht. Also, keine Ahnung, voll komisch. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass wir angefangen haben zu streamen? Guck mal, unser Equipment, unser Mikro und so. Und da ist immer dann hier unsere Ringleuchte mit der Kamera, mit der ich jetzt vlogge, die ist dann da drin. Und dann streamen wir manchmal abends. Eine Sache noch, Ozan hat heute Geburtstag. Der Arme, der tut mir einfach so leid. Entweder erst an seinem Geburtstag im Krankenhaus, so wie letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, was wir davor das Jahr, also was wir 2018 haben wir gefeiert. Da hatten wir nämlich Standesamt. Genau, heute ist nämlich auch unser Zweijähriges zum Standesamt. Yeah! Und ja, wir verbringen den Tag einfach zu Hause. Ich denke, wir grillen heute vielleicht. Ozan hat voll Bock auf Grill. Ich habe Spargel gekauft gehabt, da machen wir noch frischen Salat dazu. Also ohne viel Tamtam einfach vielleicht grillen heute für zwei. Dann habe ich überlegt, gleich vielleicht noch einen Brownie-Kuchen zu backen. So Hot Brownie dachte ich vielleicht mit Vanilleeis, weil ich habe Vanilleeis gekauft gehabt. Und dann machen wir uns abends, glaube ich, eine Pfeife an. Ich muss gleich irgendwie raus. Ich will entweder gleich spazieren gehen oder mindestens einkaufen fahren nochmal. Und normalerweise, in unserem normalen Alltag ist das dann halt auch immer so, dass wir alle paar Tage eigentlich einkaufen gehen. Und ja, ich muss gleich irgendwie raus, sonst werde ich wahnsinnig. Ozan war bei der Bank ansonsten heute noch und ja, wir gucken mal gleich, was das Geburtstagskind macht. Mein Papa hat seinen Laden übrigens zugemacht. Baba! Tischbattdani ile örttüm. Ondan sonra şimdi biraz hafif boğazımda şey var. İnsan kendinden gıcıklanıyor. Dün de yürüyüş yaptık Defne'yle. Evveli gün de annemle yürüyüş yaptık biraz işte. Fazla dışarıya çıkmayın. Kimseyi ben var ya gerçek söylüyorum. Kimseyle dokunmaya çekiniyor. Kapılar, makılar her tarafı. Dideme söz geçiremedim. Çalışıyor, eldiven taktı ya diye çocuğa anlatamadık ya. So, Ozan guckt sich gerade mein TikTok-Profil an. Folgt uns auf TikTok. Ich heiße Dilara Kainaja 1 und Oz heißt wie sein Insta-Name Ozaxi. Folgt uns auf jeden Fall dort. Ich habe, wie gesagt, eben ein cooles Video hochgeladen. Domine Chuju! Du Pechsträhne! Na, tschüss. Ich back gleich Geburtstagskuchen für dich, aber ich back einen anderen Geburtstagskuchen. Mhm. Weißt du, was ich mache? Mhm. Hot Brownie und dann machen wir heute Abend noch Eis drauf. Ich schneide gleich diesen Vlog und lade den jetzt schon gleich hoch. Baby, wie ist es an Corona Geburtstag zu haben? Walla, Seiten auf Sophia. Null. Ja, weißt du, was, wofür wir die Zeit nutzen müssen? Wir müssen beide unsere Zähne wieder bleachen. Ja. Zu Hause. Wir haben so ein Home-Bleaching-Kit vom Zahnarzt. Ja, Leute. Ich melde mich, glaube ich, im nächsten Vlog dann wieder. Den hier schneide ich jetzt. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Und ich würde mich auf
jeden Fall freuen, wenn ihr uns abonniert und mir einfach einen Daumen hoch hinterlässt, damit ich weiß, ob ihr mehr dieser Corona-Alltag-Vlogs sehen wollt. Ob ihr wissen wollt, was wir einfach im Alltag gerade machen. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Bye-bye.